Also ich finde die Steuer gut. Diskutieren Sie gerne mit uns auf aktuellestunde.de, unser Blog. Das, was jetzt kommt, liebe Zuschauer, das ist wirklich unglaublich und ein absoluter Aufreger für Eltern. Da hat ein Hacker Mädchen ausspioniert über deren Webcams. Eine Art Computerspanner. Also der Mann hatte quasi jederzeit freien Einblick in die Kinderzimmer. Als die Polizei den Hacker festgenommen hat, da liefen auf seinem Rechner gleich mehrere Videos aus Kinderzimmern. Der Mann kommt aus dem Raum Aachen. Und er hat offenbar bei etwa 150 Kindern, fast nur Mädchen, die Computer manipuliert, so dass die Webcam ihm ständig Bilder geliefert hat, auch aus dem Zimmer von Celine, 16 Jahre alt. Sie hat ihren ersten Schreck überwunden. Celine hatte Glück. Denn ohne den Computerexperten ihrer Eltern, Thomas Floß aus Versmold, hätte sie nie gemerkt, dass sie wahrscheinlich wochenlang von ihrem eigenen Computer in ihrem Zimmer gefilmt worden ist. Die Kamera in Celines Rechner, ferngesteuert wahrscheinlich von einem Mann aus Aachen. Wenn man dann so erfährt, ja, der konnte einem die ganze Zeit beobachten, habe ich mir auch überlegt, ja, wie bin ich durchs Zimmer gelaufen? Und ich habe mir halt auch erst so ein paar Sorgen gemacht, also weil der hat alles, was ich auf dem PC hat, also er kann es haben. Ich weiß nicht, ob er es vom PC runtergezogen hat. Auf jeden Fall hat er die Webcam ferngesteuert, mit Hilfe eines sogenannten Trojaners, einer bösartigen Datei. Thomas Floß fand heraus, dass Celine eine verseuchte Datei von einem Mitschüler bekommen hatte. Der Trojaner installierte sich dann unbemerkt von selbst. Absender war nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft aber ein 44-jähriger Aachener, der das Chatpasswort und die Kontaktliste von Celines Mitschüler gehackt hat. Der Junge wusste von nichts und seine Mitschülerinnen ahnten nichts Böses. Der Angreifer ist dann wohl so vorgegangen, dass er sich im Wesentlichen die Mädchen herausgesucht hat, die auch noch optisch abgeglichen hat, ob, ich sag mal, hübsch oder nicht hübsch. Und dann, die Information hat er sich aus dem Schüler-VZ geholt und hat dann nachher ganz konkret, ich sag mal, seinen gezielt ausgesuchten Opfern diese Datei geschickt, damit er dann die Rechner übernehmen konnte. So konnte der Hacker über die Webcam in Celines Computer alles beobachten, was sie tat. Thomas Floß informierte die Polizei. Die lokalisierte den mutmaßlichen Täter in Aachen. Wie viele Mädchen er ausspioniert haben soll, ist unklar. Bekannt sind es 20. Wir haben eine Vielzahl von Bilddateien gefunden, die allerdings teilweise nur mit Aliasnamen oder Namenskürzeln bezeichnet waren. Und wir werden jetzt versuchen, diesen Bilddateien Klarnamen zuzuordnen, um die entsprechenden Personen dann vernehmen zu können, anhören zu können über ihre Erkenntnisse. Auch Celines Mutter war geschockt, als sie von der Sache erfuhr. Sie will jetzt Elternabende mit Thomas Floß organisieren. Ein Computerverbot für Celine und ihre beiden jüngeren Brüder hält sie nicht für sinnvoll. Den richtigen Umgang mit der EDV müssen die Kinder lernen. Ich denke, sie muss selber die Sensibilität haben. Sie als junger Mensch muss darauf achten, auf ihre persönlichen Austausch und auf ihre Daten achten. Ich kann es nicht kontrollieren. Schließlich tauschen inzwischen sogar Lehrer die Hausaufgaben über das Internet mit ihren Schülern aus. Ohne Computer ist Schule nicht mehr denkbar. Tja, und weil das so ein Aufreger ist, haben wir Jörg Schiepher gebeten, unseren Mann für Computerfragen. Du musst uns erklären, wie kann sowas passieren? Naja, also diese Kameras, die sind normalerweise ja von Software gesteuert, die man benutzt, um zum Beispiel zu chatten. Und hier ist ein Programm eingeschleust worden, das quasi die Kontrolle über die Kamera übernommen hat, ohne dass man es merkt. Und die Videobilder dann halt übers Internet unbemerkt zu dem Täter gespült hat sozusagen. Wie passiert das denn, dass so ein Programm bei mir eingeschleust wird? Man musste auf jeden Fall einen sogenannten Trojaner programmieren oder vorbereiten. Und das ist also ein Programm, das nach was anderem aussieht. Es war in dem Fall ein Bildschirmschoner. Und in diesem Bildschirmschoner war halt dieses Schnüffelprogramm, dieses Video-Abtastprogramm sozusagen versteckt. Und das muss auf diesem Rechner dann installiert werden. Und weil man das nicht selber machen kann, man kann ja nicht auf den Rechner quasi zugreifen, muss man das zuschicken, zum Beispiel per E-Mail oder indem man es als Download anbietet auf einer Webseite oder zum Beispiel in einem Chat. Und so ist es wohl auch gewesen. Ich habe gesagt, hier, zack, ist eine Datei, die kannst du dir mal angucken. Und wenn das Mädchen oder das Kind das dann lädt, dann ist es passiert, ist die Software da. Grundsätzlich sieht man das ja, wenn die Webcam aktiv ist, oder? Die blinkt doch. Die blinkt nicht, da ist ein rotes Lämpchen, so wie bei den Kameras hier auch. Das heißt, man weiß dann, wenn was los ist. Und wenn die aus ist, normalerweise auch dann Ruhe im Schacht. Also deswegen darauf achten. Es ist also ein absolutes Alarmsignal. Wie kann man sich denn grundsätzlich schützen vor sowas? Man sollte auf jeden Fall vorsichtiger sein, als man bislang annehmen musste. Man kann auf jeden Fall schon mal auch Webcams kaufen, die man zumachen kann. Es gibt nämlich Webcams, da kann man so einen Schieberegler vorschieben. Da kann man auch dann nicht sehen, wenn quasi dann eine Software da ist. Dann sollte man aber auf jeden Fall auch, und das muss man ja immer wieder sagen, Schutzsoftware einfach installieren und auch benutzen, die nach solchen Trojanern eben Ausschau hält und mich warnt, wenn da irgendeine Software da ist, die nicht da sein sollte. Oder auch eine Software hingeht und ständig Daten ins Internet schickt, dann kann eine Firewall das durchaus
merken. Klingt jetzt alles kompliziert, aber ist so in diesen Standardpaketen relativ überschaubar. Muss man einfach mal installieren und dann auf die Warnhinweise aber auch wirklich reagieren. Weil ich kenne viele Leute, die klicken einfach immer auf OK und dann war's das. Ne? Man will ja dann arbeiten am Rechner. Genau, aber das darf man eben dann nicht machen. Da muss man auch mal dann genau hingucken, warum ist da jetzt eine Warnung gewesen. Dankeschön. Das war sozusagen auch unser Angeklickt live, der Jörg Schieb am Freitag, an den wir uns gewöhnt haben. Danke, dass du gekommen bist. Gerne.